So nimmt eine Tradition ihr Ende. Es ist das erste Juliwochenende und zum ersten Mal gibt es keinen Stau vor dem Torntunnel. Die Eröffnung der zweiten Röhre pünktlich zum Beginn der Urlaubssaison hat sich also ausgezahlt. Keine Arbeit für ÖMDC-Stauberater Herbert Thaler. Ich bin seit ca. 36 unterwegs und muss sagen, normalerweise um die Zeit stehe ich in Eben eigentlich schon das erste Mal vor einem Stau um diese Zeit. Was heute nicht gewesen ist, daran es ist alles geflossen und ich habe das Ganze mal beobachtet vor dem Tunnel selbst, dann eben vor der Mautstelle in St. Michael und da muss man sagen, es ist top. Der Spitzenwert in der Vergangenheit sind satte 35 Kilometer Stau vor dem Tarntunnel. 6 Stunden musste man einplanen, um hier durchzukommen. Viele Urlauber wichen deshalb auf die Bundesstraße aus oder genehmigten sich eine längere Rast etwa hier auf der Raststation Tauernalm, wenige Kilometer vor dem Tunnel. Doch auch hier ist nichts zu sehen vom alljährlichen Ärger. Das war eigentlich wirklich schon langfällig, eigentlich, weil einfach der Verkehr nicht weniger wird und ich fand das super, dass das jetzt gemacht worden ist. Haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Wie haben die ausgeschaut? Wir haben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Da war jetzt auch zum Urlaubsverkehr und dann war noch ein Unfall im Tunnel und dann sind wir eben gestanden und haben auch keine Verpflegung, nichts mehr mitgehabt, weil wir aufgefahren sind und ja, da war es ziemlich, da haben wir im Kleinen zwar noch nicht gehabt, aber ich sage, für jeden, der was eine Familie hat und kleine Kinder hat, ist es halt schon eine Tragödie, wenn man so lange steht und nicht raus kann. Ne? An der Mautstelle St. Michael zeigt sich ein ähnliches Bild. Obwohl um 10% mehr Fahrzeuge wie im Vorjahr hier durchrollen, fließt der Verkehr ohne Probleme. 5 weitere Abfertigungsspuren und zusätzliches Personal zum Einweisen verhindern erfolgreich eine Blockabfertigung. Ich denke, mit der Röhre ist das ganze Problem gelöst worden. Da müsste wirklich sein, dass im Tunnel mal eine Panne, LKW oder ein Unfall oder sonst etwas ist, dass man wieder den Fahrzeuge vor dem Tunnel anhält. Aber sonst, denke ich mal, ist das ganze Thema Stau erledigt. Alle Zeichen stehen also derzeit auf Grün für einen guten Start in den Urlaub.